Mit dem Andy AZ 4.5 möchte Yes den Senioren ein alterstaugliches Smartphone anbieten. Doch wie viele Senioren nutzen überhaupt ein Handy und wenn ja, wie? Die InZ-Handy-Redaktion hat sich mal ein wenig umgehört. Nee, ich brauche das nicht und meiste Zeit ist auch mein Mann dabei und der hat ein Handy und das geht dann ganz gut. Fragen Sie genau die Falschen. Wir haben nämlich weder das noch das noch das. Wir haben gar nichts. Mein Sohn sagt mir immer, Mama, nimm das, mache. Wenn ich will, dich rufen. Ja, ich sage, ich bin nicht so lange weg, sofort zu Hause, kann zu Hause mich anrufen. Und selbst diejenigen, die ein Handy besitzen, nutzen es auch nur sehr unregelmäßig und meist nur zum Telefonieren. Wenn ich mal alleine durch den Park gehe oder im Zug irgendwie fahre, das brauchte ich neulich, als ich eine kleine Fahrt gemacht habe. Und das ist, wenn mir einer anruft. Der Enkel, der ruft dann schon mal an, der ist jetzt zu Hause. Zum Telefonieren. Okay. Also im Internet surfen? Nee, da ist kein Internetanschluss, habe ich nicht. Okay. Also Internet habe ich zu Hause. SMS auch? Das ist SMS und Telefonieren, ja. Für was anderes nicht. Okay. Und zum Fotografieren auch manchmal, ja. Ebenso scheint die Hemmschwelle, auf ein Handy mit Touchscreen umzusteigen, bei vielen noch sehr groß zu sein. Die Mehrheit greift zum altbekannten Tastentelefon. Dann würde ich das in der Mitte nehmen, weil die Zahlen sehr groß sind. Das ging schon eher, das ist ja bald das Gleiche. Das ist auch hier mit. Das ist nicht schlecht. Das hat mir schon am besten gefallen. Ja, ich sehe das Mittlere. Das Mittlere? Wenn, zum Klappen? Ja. Zum der in die Mitte. In der Mitte? Ja. Okay. Das sieht leichter aus. Das sieht leichter aus? Ja, weiß nichts, wenn leichter ist, aber sieht so aus. Ja. Okay, und warum? Warum sieht das leichter aus? Ja, wegen den Zahlen kann ich richtig besser tippen, besser sehen. Das Smartphone hingegen wollte keiner so recht in die Hand nehmen. Nee, das wäre schon mal gar nichts. Da kann ich nicht mehr dem Jan, also, nee, der Enkel, ja, wie ich kann da nicht mehr.